hat mir vor einiger Zeit eure Fragen mal wieder gestellt, die ihr mal wieder von mir beantwortet haben wollt. Und deswegen gibt es jetzt heute ein neues Ask Daisy Video. Und ja, ich würde sagen, ich habe eine Menge Fragen und deswegen lege ich dann auch gleich los. Die erste Frage ist, wie lange bist du schon mit deinem Freund zusammen? Und ja, wir sind jetzt über 3,5 Jahre zusammen und ich bin sehr, sehr glücklich und könnte mir niemand perfekteren für mich vorstellen. Vermisst du gerade etwas? Ja, ich vermisse gerade meine beste Freundin. Sie wohnt sehr, sehr weit weg von mir und wir haben uns schon sehr lange nicht mehr gesehen und deswegen vermisse ich sie gerade, beziehungsweise in letzter Zeit relativ häufig und hoffe, dass wir uns bald mal wieder richtig sehen können. Wenn du etwas an deinem Leben ändern könntest, was wäre das? An sich würde ich an meinem Leben nichts ändern wollen, weil ich unglaublich glücklich bin, so wie es halt ist. Alles, was ich bis jetzt erreicht habe und was ich mir noch vorgenommen habe für die Zukunft, damit bin ich so unglaublich glücklich. Ansonsten natürlich mit meiner Familie, meine Freunde und mit meinem Partner halt. Ich bin also komplett rundum glücklich und würde nichts ändern wollen. Das Einzige, was ich vielleicht gerne ändern möchte, wo vielleicht ich jemand anderem helfen könnte, wäre, dass ich gerne mal öfters die Menschen in meiner Umwelt daran erinnern möchte oder könnte oder eventuell was bei ihnen in der Denkweise verändern könnte, dass sie vielleicht mehr so die kleinen Dinge im Leben zu schätzen wissen. Würdest du irgendwann wieder Fleisch essen? Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich nicht in die Zukunft sehen kann. Aber so Stand heute würde ich sagen nein, weil ich genug, genug vegetarische Sachen kenne, mit denen ich unglaublich leckere Gerichte zubereiten kann. Teilweise halt auch, weil mein Papa ganz viel vegan esse, wo dann ja nicht mal mehr tierische Produkte drin sind. Und ich keinerlei Verlangen habe, ein riesengroßes Steak auf dem Teller zu haben. Liegt aber einfach, glaube ich, daran, dass ich nie wirklich der große Fleischesser war. Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du es tun? Also, mir fällt jetzt kein Moment ein, wo ich sagen würde, ich würde nochmal die Zeit zurückdrehen, um das zu ändern. Höchstens Momente, in denen ich gerne Menschen Dinge gesagt hätte, zu denen ich dann vielleicht nicht mehr die Möglichkeit habe oder hatte. Aber speziell um irgendwas komplett anders zu machen, würde ich nicht die Zeit zurückdrehen. Nein. Also ich denke, dass alles irgendwie einen Sinn hat, wie es hinterher läuft. Auch wenn auch mir schon nicht so schöne Sachen in meinem Leben passiert sind, würde ich sagen, alles hat mich dahin hingebracht, wo ich jetzt bin. Und da ich heute damit glücklich bin, wie alles ist, würde ich nichts ändern wollen. Wie stehst du zu Hatern? Grundsätzlich ist es so, dass es Hater-Kommentare einen natürlich nicht runterziehen sollten, aber auch YouTuber sind nur Menschen und natürlich bin ich auch nur einfach ein Mensch mit Gefühlen und ich versuche es durchs eine Ohr rein, ins andere Ohr rausgehen zu lassen, aber natürlich denkt man manchmal trotzdem über manche Kommentare nach, weil man sich fragt, wie jemand zu dem Entschluss gekommen ist, so etwas zu schreiben oder ja, überhaupt einfach so zu reagieren, aber im Grunde genommen gibt es immer Menschen, die einen nicht mögen, auch im echten Leben und nicht nur im Internet. Und auch da weiß man ja, mit umzugehen. Und ja, also ich stehe da eigentlich relativ offen zu allem, was ich irgendwie tue und bin stolz darauf und lasse mich da nicht runterziehen. Und das solltet ihr auch nicht machen. Lasst euch nie von anderen runterziehen oder euch einreden, dass ihr irgendwie schlechter seid oder nicht hübsch genug seid oder irgendwas nicht könnt. Ihr könnt alles und keiner von euch ist irgendwie so, dass er sich von jemand anderem runtermachen lassen sollte. Also lasst euch nicht runterziehen und seid stolz auf das, was ihr seid. Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du ihnen gesagt hast, dass du YouTube-Videos machst? Also das ist eigentlich mehr so nebenbei passiert. Ich habe da kein großes Ding draus gemacht, wirklich. Und meine Familie schaut meine Videos. Und das, finde ich, ist ein ziemlich komisches Gefühl. Ja, liebe Grüße an dich, Mama. Und liebe Grüße an meine Schwestern, die das hier wahrscheinlich auch sehen werden. Ja, ich finde es komisch, dass ihr das macht. Ja, aber auf jeden Fall haben sie ziemlich cool reagiert und finden das gut, dass ich das mache. Und auch mein Papa fand das richtig toll und meinte so, ja, das finde ich echt cool, dass du das machst. Und ja, das hat mich darin bestärkt, dass es gut ist, was ich hier mache und freut mich deswegen noch viel, viel mehr. Hat YouTube dich verändert? YouTube hat mich auf jeden Fall verändert und ich persönlich würde sagen positiv. Ich habe mehr, also
Nee, nicht mehr Selbstbewusstsein. Das habe ich vorher immer schon gehabt, auch wenn das am Anfang vor der Kamera nicht so rübergekommen ist. Aber ich bin eigentlich ein sehr, sehr selbstbewusster Mensch und habe mir vorher auch eigentlich immer nicht so wirklich was einreden lassen. Aber ich würde sagen, durch YouTube mag ich mich selbst ein bisschen mehr, weil ich so liebes Feedback von euch bekomme. Und wenn man so viel Arbeit in was reinsteckt und so, fühlt man sich noch ein bisschen mehr selbst bestätigt. Und ja, das ist ein unglaublich tolles Gefühl. Und ich würde sagen, ich kann auch viel mehr mit so Hasssachen umgehen, die einem irgendwie manchmal ja auch entgegenkommen. Und ja, deswegen würde ich sagen, YouTube hat mich positiv verändert. Wie gehst du mit Leuten um, die lesbisch oder schwul sind? Damit habe ich wirklich überhaupt kein Problem, aus ganz persönlichen Gründen einfach. Ja, für mich ist das kein Problem. Das sind für mich keine anderen Menschen als andere auch. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Leute das irgendwie differenzieren, dass sie sagen, ja, das ist die Gruppe Menschen, das ist die Gruppe Menschen und dann gibt es auch noch Schwule und Lesben und dann denke ich mir immer so, das ist für mich eine ganz normale Sache und ja, ich habe da kein Problem mit und ich denke, da sollte jeder einfach so tolerant sein, das hinzunehmen, dass jeder einfach sein Leben so lebt, wie er es gerne möchte. Wie groß bist du? Ich behaupte ja gerne, dass ich 1,71 Meter groß bin, weil ich finde, dass die Zahl so schön ist. Allerdings ist das gelogen, ich bin nämlich eigentlich nur 1,70 Meter. Was ist dein Abiturdurchschnitt? Mein allgemeinbildendes Abitur mache ich ja momentan, indem ich das 13. Schuljahr mache, weil ich erst mein Fachabitur gemacht habe, dann eine Ausbildung, dann gearbeitet habe und jetzt mein 13. Schuljahr mache. Und mein Fachabi, was man ja mit 11. 12. Klasse macht, hat einen Schnitt von 2,2 und mein Ziel für mein allgemeinbildendes Abitur ist ein Schnitt von mindestens 1,9. Welchen Dialekt von allen Bundesländern findest du am besten bzw. am schlimmsten? Diese Frage finde ich wirklich total interessant und ich kann sie eigentlich gar nicht wirklich beantworten. Also ich würde sagen, am besten gefällt mir der hessische Dialekt. Das liegt aber einfach daran, dass ich da geboren bin und da aufgewachsen bin und das sich für mich in meinen Ohren immer noch am besten anhört. Und was ich... Also ich kann es gar nicht sagen irgendwie. Also ich bin ja auch noch nicht wirklich überall gewesen. Aber was ich ganz schlimm fand, als wir hier nach Niedersachsen gezogen sind, ist dieses Platt hier, ne? Also damit kann ich nichts anfangen, ich kann es eigentlich auch nicht verstehen und ich finde es einfach nur ganz schlimm, wenn man hier ständig damit angesprochen wird und die Leute einfach nicht akzeptieren, dass man es nicht kann. Und ja, deswegen würde ich sagen, mag ich das nicht so gerne. Ansonsten würde ich wahrscheinlich noch sagen, dass das Sächsische etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass das irgendwie das Schlimmste ist oder so. Ich finde, das kann man nicht so genau beurteilen. So, meine Lieben, das war jetzt mein neues Ask Daisy Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und falls ihr weitere Fragen für das nächste Video habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das dann wieder im nächsten Video mit einbinden und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Tschüss!